Liebe Leute, die Buchmesse steht vor der Tür und es ist natürlich selbstredend, dass wir uns von Weltnis Bild und Ton um folgendes Thema kümmern. Richtig, Spielkonsolen. Naja, nicht ganz, nein. Wir widmen uns natürlich der wunderbaren Welt der Bücher und dazu bin ich gleich verabredet mit drei Buchhändlern. Sie werden uns ein paar Buchtipps geben fürs Frühjahr, aber sie werden uns natürlich auch verraten, wer aus ihrer Sicht Favorit ist unter den Nominierten für den Preis der Leipziger Buchmesse und welche Lesungen ganz besonders heiß ersehnt sind. All das und noch ein bisschen mehr werden wir gleich erfahren. Ihr merkt schon, dranbleiben lohnt sich. Die Buchmesse steht ja unmittelbar bevor. Auf welche Lesungen freuen Sie sich ganz besonders? Ich freue mich auf alle Lesungen, bei denen die Buchhandlung Riab einen Büchertisch machen wird. In der Hoffnung natürlich, dass das hypt und wir ein bisschen was umsetzen und halt die Leute wieder mehr Interesse noch an Büchern haben, jetzt nach Weihnachten beim Start ins neue Jahr. Für Lesungen habe ich eigentlich relativ wenig Zeit und beim ersten Durchblättern habe ich nicht gefunden, was in diese Richtung angeboten würde. Es sei denn, Ted Williams käme nach Leipzig, das wäre natürlich ein Highlight, da würde ich mir schon Zeit nehmen. Ist aber wahrscheinlich nicht so, oder? Nein, garantiert nicht. Am Freitag zum Beispiel, 18.30 Uhr in der Stadtbibliothek vom Lebenstedt Verlag, erscheint ein neues Buch über den Leipziger Ring. Das finde ich sehr spannend. Dann am Donnerstag in der Bibliotheca Albertina in der Beethovenstraße, ist die Veranstaltung von Klaus Modig zu seinem Buch Konzert ohne Dichter. Wird auch sicher sehr interessant. Ja, und zum Beispiel am Sonnabendabend hier in der Lütznerstraße im Tapetenwerk 20.30 Uhr liest der Holger Witzel, der Sternkolumnist. Und das, denke ich, wird auch sehr lustig und sehr interessant. Wer ist denn unter den Nominierten für den Buchpreis Ihr heimlicher Favorit? Also mein heimlicher Favorit ist der Herr Scheuer, der Wolfgang Scheuer mit Die Sprache der Vögel. Leider liegt uns das Buch noch nicht vor. Insofern kann ich sozusagen nur von seinen Lesungen, die er bisher hatte und seinen Vorstellungen mir Gedanken darüber machen. Aber ich denke halt schon, dass das ein gutes Thema ist. Das denke ich. Und ansonsten so ein ganz stiller heimlicher Favorit, einfach weil wir, also weil ich sie toll finde, ist die Wienerin, eine Österreicherin, die Frau Theresa Preauer, die hat ein Buch vorgelegt, Johnny und Jean, im Wallstein Verlag. Und da geht es darum, dass sie die Kunstszene beleuchtet und wie man in die Kunstszene reinkommt und ob man da Fuß fassen kann, ob man da drin bleiben will und wie man als ganz normaler Mensch, der gerne einfach nur sich künstlerisch betätigen möchte, irgendwie Fuß fasst. Und sprachlich absolut toll. Sie steckt ja selber drin, sie ist ja auch Künstlerin und ja, mal gucken. Also es wäre ja natürlich ein Highlight, wenn sie gewählt werden würde. Ich glaube nicht so richtig daran, aber man hofft ja trotzdem. Im Bereich Roman würde ich schon gerne noch auf die Ursula Akrill hinweisen wollen. Zeiten im Januar, es geht um Siebenbürgen Sachsen im Zweiten Weltkrieg. Gutes Thema, ist ihr Debüt bei Wagenbach direkt erschienen. Bleibt spannend, also könnte ich mir auch vorstellen als Favorit, ja. Auch für die Jury. Und dann im Bereich Übersetzung, ein Wahnsinnsbuch, ein Wahnsinnstitel, der Stefano D'Arezzo. Oh, das ist schwierig, ich sehe diesmal gar keinen Favoriten. Die Liste ist, ich weiß nicht, was dort ausgesucht wurde. Wir haben auch in unserem Team mal drüber gesprochen. Es ist, in der Belletristik sehe ich gar nichts, wenn dann im Bereich Übersetzung und zwar weniger eher den Amos Oz, die Übersetzung, das wäre das Einzigste, was wir sehen. Mir persönlich gefällt sehr gut der Michael Wildenhain, Das Lächeln des Alligators, das ist eine sehr gute Geschichte, um einen Bruder, einen behinderten Bruder und eine Liebesgeschichte, zeitlich sehr gut erzählt, also gefällt mir sehr gut. Im Sachbuch, da muss ich ablesen, den Titel merke ich mir meistens nicht, ist der Philipp Thayer, Die neue Ordnung auf dem alten Kontinent.
Also sehr interessantes geschichtliches Buch, wirklich empfehlenswert. Und bei den Übersetzungen würde ich die Miriam Pressler bevorzugen. Die ist mir als sehr gute Übersetzerin bekannt. Und auch das Buch Amos Oz, Judas, also ist ein sehr wichtiges Buch. Was können Sie denn empfehlen als kleinen Lesetipp fürs Frühjahr? Als Lesetipp fürs Frühjahr würde ich gerne, wir nehmen jetzt einfach den mittleren Teil aus der Trilogie, und zwar ist das Autorität. Das ist vom Wandelmeer, das ist im Kunstmann Verlag erschienen. Das ist der zweite Band der Trilogie. Und es ist so ein bisschen ein utopischer Wissenschaftsroman. Es geht um eine Regierungseinrichtung, um eine mysteriöse Area X in Amerika, in der sich wahrscheinlich die Natur wiederholt, was ihr eigentlich gehört, aber man weiß es nicht. Klingt auf jeden Fall sehr mysteriös. Ja, und sehr, sehr spannend. Ich habe jetzt den ersten und den zweiten Band gerade gelesen und bin in stiller Hoffnung, dass im dritten Teil dann sozusagen endlich Aufklärung herrscht. Und könnte mir aber vorstellen, dass es da noch einen Kniff dabei gibt. Also das traue ich dem Herrn Vandermeer zu, dass da noch irgendwas um die Ecke kommt. Ich habe ja gerade den Terry Pratchett, es war der letzte von ihm, Toller Dampf voraus. Am 16.03. erscheint sein neuer Titel, der sehr empfehlenswert ist, obwohl ich selber mir nicht der Scheibenweltleser bin. Aber es ist schon kurzweilig und sehr schön. Und es gibt eine große Gemeinde, Fangemeinde. Ja, geht bei uns eigentlich auch alle ganz gut. Ich persönlich empfehle den Ted Williams, die Bobby Duller Trilogie, wo jetzt bisher zwei erschienen sind. Der letzte ist im letzten Jahr erschienen, ja, im Herbst, Happy Hour in der Hölle. Ein sehr spannendes, kurzweilig zu lesendes Fantasy-Stück. Und wie ich meine, eigentlich wieder ein brillanter Ted Williams. Ich möchte ganz gern diesen Klaus Modig empfehlen, Konzert ohne Dichter. Der hat das Thema Was darf Kunst? Und gerade jetzt nach diesem Charlie Hebdo-Attentat fragen sich wirklich viele, wie weit darf Kunst gehen? Das wird hier in diesem Buch sehr gut beschrieben. Es wird die Worpsweder Künstlerkolonie besprochen mit solchen Namen wie Paula Modersohn-Becker, Heinrich Vogeler, Rainer Maria Rilke. Und es ist sehr gut erzählt, also das kann ich wärmstens empfehlen. Ein anderer sehr guter, ein sehr gutes Buch ist der neue Arno Geiger, Selbstporträt mit Flusspferd. Da geht es darum, um die Jugend, wie ist das Leben der jungen Leute in Beziehung Arbeit, Freizeit, Liebe. Also sehr gut erzählt, sehr spannend und lesenswert. Ja, vielleicht war ja der ein oder andere Buchtipp für euch mit dabei. Ansonsten bleibt mir noch zu sagen, viel Spaß draußen auf der Messe und natürlich auch viel Spaß bei den Lesungen in der Innenstadt. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.